Am Anfang war die Gasrallye. Das war der Trigger gestern für die Rallye. Nicht nur beim DAX, sondern auch an der Wall Street. Das haben die Amerikaner sehr genau registriert. Und vor allem an der Wall Street haben wir eine Konstellation, dass viele große Investoren unterinvestiert sind, dass sie Short-Positionen vor allem als Absicherung haben. Das also eine sehr negative Stimmung und Positionierung dazu geführt hat, dass es dann so ziemlich gleich nach oben geknallt ist. Die Amis können das heute weitgehend fortsetzen, nicht in der Dynamik wie gestern. Der DAX, der muss ein bisschen auspusten nach der gestrigen Anstrengung. Aber die Frage ist, wie weit geht es jetzt noch? Ist das wirklich der Boden oder ist es wieder normal eine Bärenmarkt-Rallye? Wir haben schon bestimmte Anzeichen, dass jetzt schon etwas mehr passieren kann, eigentlich als bei den letzten Bärenmarkt-Rallies. Da war mir persönlich relativ klar, fürchterlich weit wird es nicht gehen. Früher oder später wird man nochmal runterkommen. Jetzt ist das nicht mehr ganz so klar, aber dennoch wäre ich jetzt auf gegenwärtigem Niveau dann deutlich vorsichtiger, als ich es etwa noch vorgestern oder vor einigen Tagen gewesen bin, als sich eben dieses Short Covering, dieser Short Squeeze so ein bisschen angedeutet hat. Und die Frage, ob wir nur eine Bärenmarkt-Rallye sehen, die kann man natürlich jetzt noch nicht beantworten. Aber wie gesagt, es gibt einige Hoffnungszeichen für die Bullen, aber es gibt auch ein paar Problemchen für die Bullen. Aber schauen wir uns die Gemengelage mal an. Gas soll wieder kommen und da gibt es jetzt ziemlich gesicherte Erkenntnis, dass hier dann sehr, sehr bald die Geschichte wieder fließen wird. In etwa 40% der möglichen Kapazitäten sind hier gebucht worden bereits durch Gazprom. Das bedeutet, dass wir etwa 800 Gigawattstunden wohl bekommen werden vor den Wartungsarbeiten. Kurz vor den Wartungsarbeiten von Nord Stream 1 waren es knapp 700 Gigawattstunden. Und wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, was kostet uns denn eigentlich dieser Aufschlag bei den Energiepreisen bei Gas, dann sehen wir, das kostet uns Deutsche 125 Milliarden Euro. Und es ist sehr wahrscheinlich davon auszugehen, dass natürlich auch die Konsumenten mindestens einen Teil dieser Zeche bezahlen werden. Allein das wird seine Spuren hinterlassen. Und Gott sei Dank haben wir die EU mit ihrer etwas, sagen wir mal sagen, regelwütigen Art. Da hat man jetzt gesagt, wir wollen, dass die Gasnachfrage um 15% sinkt. Derzeit offenkundig in Europa, in der EU. Bislang die Einsparung, also dass die Leute weniger konsumieren, von 5% muss viel mehr werden. Wie der EU-Energiechef Kadri Simson jetzt gesagt hat, ich wusste gar nicht, dass es da auch einen Energiechef gibt, gell? War das nicht einmal der Oettinger früher, gell? Der so gut Englisch konnte. Ja? Das war ein würdiger Energieminister. Ich glaube, der war das, aber schwamm drüber. Jedenfalls sagt die EU, also die Pipe, die Turbine ist unterwegs. Die sollte zeitlich dann in St. Petersburg ankommen. Also damit würde man sagen, okay, wir liefern euch die Turbine, die wird pünktlich da sein. Eigentlich, so sagt zumindest die Bundesregierung, sollte diese Turbine nach der Wartung erst wieder im September eingesetzt werden. Also jetzt noch nicht, aber schwamm drüber. Jedenfalls scheint das Ganze erstmal zu funktionieren. Ich hatte das vorhin schon gesagt, man hatte hier Netzdaten für Nel und Opal. Und da gibt es eine Firma, die eben heute bekannt gemacht hat, wie groß die Buchungslage ist. Das passiert dann am nächsten Tag nicht immer haargenau so, aber meistens ist das schon eine super gute Indikation, was da dann kommen wird. Aber wir haben Probleme. Wir haben ja diese massive Hitzewelle, die zumindest hier in Norddeutschland morgen wohl erstmal endet, vielleicht auch in anderen Teilen Deutschlands. Jedenfalls sehen wir, dass der Rhein jetzt einen so niedrigen Stand hat, dass massive Probleme sind. Man kann praktisch Waren nur noch auf kleineren Schiffen transportieren, die weniger schwer sind, weniger Tiefgang haben. Und es könnte also sein, dass Rohstoffe jetzt bald nicht mehr transportiert werden können. Das wäre eine weitere Hiobsbotschaft. Ist ja auch das Problem mit Atomkraftwerken, etwa in Frankreich, die niedrigen Flussstände. All das verschlechtert letztendlich die Lage noch weiter zunächst mal. Und apropos Rohstoffe, ich hatte es gerade erwähnt, hier sehen wir mal einen interessanten Chart von Octavio Costa. Commodities to Money Supply Ratio, also Geldmenge M2 zu Rohstoffen. Und hier sehen wir, die Rohstoffe sind eigentlich über diesen jahrelangen Abwärtstrend ausgebrochen. Und ich schließe mich da Costa relativ
bedingungslos an, der sagt, es ist nicht die Zeit, aus tangible assets rausgespült zu werden, also aus Dingen, die man anfassen kann angesichts von Notenbanken, naja, die so ein bisschen semi-kompetent teilweise rüberkommen. In Sachen Strom haben wir heute jetzt einen Blackout erlebt in Baden-Baden. Da waren tausende Menschen ohne Strom, wie der Spiegel berichtet. Stadtwerke suchen fieberhaft nach der Ursache. Weiß man noch nicht, was da der Fall ist. Aber vielleicht werden wir uns bald daran gewöhnen müssen, dass es da irgendwelche Blackouts gibt. Aber Gott sei Dank scheinen wir wenigstens wieder ein Gas zu bekommen, meine Damen und Herren. Aber gleichwohl, diese ganze Energiekrise und vor allem die damit verbundene Inflation, das macht den Leuten schlechte Laune. Wir haben heute die Verbraucherstimmung in der Eurozone bekommen. Die ist auf minus 27 gefallen, nochmal schlechter als erwartet. Das ist ein neues Rekordtief, wie Sie hier in dem Chart sehen. Inflation, Lebenshaltungskosten, das ist das, was die Leute nervt. Das ist das, was viele aus dem Konsum rauskegelt, was die Leute pessimistisch werden lässt, vorsichtig werden lässt. Und die Deutsche Bank sagt deshalb, Deutschland rauscht in eine Rezession. Ja, das wird wohl kaum zu vermeiden sein. Und jetzt ist die Frage, was wird denn die EZB jetzt machen in diese, naja, doch sich wohl ankündigende Rezession, jetzt die Zinsen anheben, nachdem man vorher monatelang gepennt hat, geleugnet hat, Inflation transitory. Das geht schon von selber runter, gell, da machen wir uns keine Sorgen und alle, die anderes behaupten, das sind ja Panikmacher. Jetzt eine Analyse der Rabobank, die sagt, also wir sind nicht überzeugt, dass die EZB wirklich die Zinsen um 0,5% anheben wird. Jetzt gab es ja auch diesen Nachrichtenagenturbericht, ja, die EZB könnte auch 0,5 anheben morgen, aber wird sie das tun? Jetzt ist das Problem, dass durch diesen Bericht im Grunde die Erwartungshaltung schon so ein bisschen dahingegangen ist zu 0,5, sodass man dann, wenn die EZB jetzt morgen doch nur 0,25% anhebt, sagt, naja, schau sie dir an, das sind ja wirklich Weicheier, zumal die Fed ja mindestens 0,75% dann in der nächsten Woche anheben wird, womit dann die Zinsdifferenz so oder so immer größer wird zwischen dem Euroraum und dem Dollarraum. Heute Morgen hatten wir um 8 Uhr gleich die Erzeugerpreise aus Deutschland, nur in Anführungszeichen plus 32,7%. Die Amis haben sich schon erschreckt, als sie ihre Erzeugerpreise jetzt kürzlich bei 11% gesehen haben. Da sind wir leicht drüber. Aber es ist weniger krass gestiegen als in den beiden Vormonaten, aber dennoch ist so eine Zahl natürlich schon sehr, sehr herb, zumal Energie 86% gestiegen ist und wie Jörg Krämer von der Commerzbank hinweist, also wir könnten bei den Verbraucherpreisen ohne Energie vielleicht den Höhepunkt bereits gesehen haben, aber Inflation, die läuft immer in Wellen, ja, das denke ich auch. Aber es ist vor allem in den USA so, meine These, ja, ist eine These, dass da zumindest was nach unten kommen wird, was die Fed dann vielleicht ein bisschen relaxter machen wird. Wenn sie sieht, naja, da passiert ja schon was nach unten. In Europa haben wir eben nicht zuletzt aufgrund dieser Pipeline-Inflation durch die Erzeugerpreise eben eine andere Situation. Und jetzt hat ein Statistiker in der intellektuellen Zeitung mit 4 Buchstaben einmal eiskalt ausgerechnet, ja, was ist jetzt das, wenn wir mal die Inflationsprognosen heranziehen von der OECD und von der EZB selber, die sind ja immer super akkurat, gell? Also was die EZB prognostiziert, projiziert in Sachen Inflation, tritt immer ein. Ne? Es ist immer eingetreten, du kannst dich voll drauf verlassen. Das sind hunderte von Menschen, die also da die Inflation berechnen und immer genau treffen. Ja? Nur sich halt mit der Zahl vor dem Komma irgendwie ein bisschen vertun, aber das ist nicht schlimm. Jedenfalls wären da in 8 Jahren wäre unser Geld nur die Hälfte wert, aber ich bin da zuversichtlich, wer eine EZB hat, der schafft das schneller. Ne, das ist so eine Art Turbo-Maschine in Sachen Geldentwertung. Und das könnte also sein, dass wir da schon nach 4 Jahren oder nach 2 Jahren sind. Jetzt ist eben dann, wenn die EZB, sagen wir mal, jetzt 0,25% anheben würde, wäre der Realzins nur noch bei minus 7,5%, also nur ganz schwach negativ. Und dann wird sie ihr großartiges Antifragmentierungsprogramm verkünden, wie Daniel Stelter hier sagt. Das nennt man Zinssubvention oder auch eben Spread Control. Und hier sagt Stelter über Mario Draghi, der hilft, indem er die italienische Regierung stabilisiert. Dann kann die EZB die nächste Stufe der Staatsfinanzierung zünden.
Und keiner sagt das Offensichtliche, nämlich, dass die Notenbank ihre Hauptaufgabe inzwischen eben scheinbar die Hauptaufgabe der Notenbank die Staatsfinanzierung ist. Daher kann sie eben nicht auf Geldwertstabilität achten. Deutschland muss mitmachen und selber Schulden machen. Also Stelter sagt ja, wenn die anderen die Kohle raushauen, dann sollten wir das auch tun. Vielleicht hat er da einen Punkt. Wir haben ja immer die schwarze Null verteidigt, wo alle anderen gut aufs Gaspedal gegangen sind. Aber jetzt wird das Ganze natürlich schwieriger mit den steigenden Zinsen. Es läuft derzeit im römischen Parlament die Parlamentsdebatte mit anschließender Abstimmung über die Regierung von Mario Draghi. Heute Morgen hat Draghi gesagt, also ich will doch weitermachen, wenn ihr mir euer Vertrauen gibt. Aber jetzt hat vor wenigen Minuten Salvini von der Lega gesagt, also ich werde bei dieser Vertrauensabstimmung nicht mit Ja stimmen. Lega hat ja insgesamt gesagt, wenn jetzt Cinque Stelle auch in der Regierung ist, dann machen wir so oder so nicht mehr mit. Wir sehen, dass jetzt die Renditen für italienische Staatsanleihen deswegen wieder steigen, weil jetzt natürlich die Wahrscheinlichkeit viel höher geworden ist, dass er dem Mario scheitern wird. Und dann ist die Frage, was kommt dann? Neuwahlen, wird Draghi noch wie lange am Ruder bleiben bis zu diesen Neuwahlen? Und ohnehin haben wir heute schlechte Nachrichten bekommen. Wir haben von Lavrov, dem russischen Außenminister, gehört, dass sich jetzt die Kriegsziele der Russen erweitert haben. Es ist das erste Mal, dass Russland zugibt, wie auch immer, dass es nicht nur um den Donbass geht, sondern auch um andere ukrainische Gebiete und dass man eine territoriale Expansion möchte Russlands. Das bedeutet nichts anderes, als dass diese eroberten Gebiete, wenn sie denn erobert werden, eben eingegliedert werden sollen nach Russland. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass der Ukraine-Krieg überhaupt kein absehbares Ende hat, dass die Kämpfe sich immer weiter fortsetzen werden. Und das wiederum heißt dann Lieferengpässe, Materialmangel, Weizenpreise, all diese Dinge, die dranhängen, mit dann weiter hoher Inflation und all diesen Sanktionen und Gegensanktionen, die machen das, die anderen schlagen zurück. Also da sehe ich keine sehr gute Perspektive. Daraufhin sind heute Morgen dann eben DAX und auch der Euro gefallen. Aber die Amis haben sich gesagt, was geht uns der Ukraine-Krieg an? Ja, da schicken wir ein paar Waffen hin, aber ansonsten ist das nicht unser Thema. Na, Hauptsache die Europäer haben Gas, das ist uns wichtig. Und man macht sich jetzt so ein bisschen lustig, auch seitens der Chinesen über Europa, hier mit dieser Hitzewelle, wo ja zum Beispiel Deutschland jetzt auch aufgrund von Gasmangel gesagt hat, wir fahren jetzt mal unsere Kohlekraftwerke wieder hoch. Das ist ja das, was die Chinesen vor allem machen. Die werden ja x Kohlekraftwerke bauen, ich glaube 200 in den nächsten Jahren. Da ist es ja sinnvoll, wenn wir komplett aussteigen. Damit würden wir natürlich weit mehr überkompensieren, als die Chinesen bauen, gell? Weit mehr. Ne? Also das muss man ja halt auch mal sehen. Aber hier sagt eben die Global Times, mehr oder weniger das Sprachrohr der Regierung, dass der Westen doch bitte nicht auf China mit dem Finger zeigen sollte, sondern dass es doch besser sei, das Überleben der Leute zu sichern. Das sollte die Priorität sein. Also jetzt muss man sich schon von den Chinesen einen solchen Spott gefallen lassen. So weit ist es schon. Jetzt kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren. Kaufen, nicht kaufen. Jetzt sagt das Trading Desk von Goldman Sachs, sell strength, verkaufe die Stärke und schüttet damit ein bisschen kaltes Wasser auf diese Rallye. Gestern sei praktisch ein massiver Short Squeeze passiert, der aber nicht nachhaltig sei, so sagt es Goldman Sachs. Und wir sehen auf der anderen Seite, und das hat fast den Amis geholfen ein bisschen, dass wir sehr schwache Immobiliendaten wieder gesehen haben, nämlich die Verkäufe bestehender Häuser, die um und bei 90% des gesamten Immobilienmarkts ausweisen, deutlich, deutlich schlechter, fünfter Rückgang in Folge. Aber die Preise sind weiter gestiegen auf ein neues Allzeithoch. Das kann sich keiner mehr leisten. Dadurch entstehen immer weniger Transaktionen, zumal die Hypothekenzinsen auch sehr stark gestiegen sind. Für die US-Märkte war das erstmal schick, weil Harker von der Fed gesagt hat, ja, wir schauen uns sehr genau die Daten an, vor allem zu den Einzelhandelsumsätzen, die waren ja sehr solide, und zu den Immobiliendaten, die sind weitgehend ziemlich mies, deuten darauf hin, dass da jetzt ein ziemlicher Abschwung am Hausmarkt kommt, eine House-Recession, eine Housing-Recession, wie die Amerikaner sagen. Fanden die Märkte gut, weil es für sie ein Signal war, dass die Fed dann nicht 1% anheben wird nächste Woche, sondern nur 0,75%. Aber kurzfristig im Fokus. Morgen natürlich die EZB, aber heute Abend Tesla. Da haben wir heute auf Finanzmarktwelt mal so eine Vorschau geboten. Was ist da zu erwarten? Was erwartet der Markt?
Die Zahlen werden ja dann nach 22 Uhr kommen, weiß man nie so genau bei Tesla. Faustregel, je später die Zahlen kommen, desto schlechter sind sie und je früher sie kommen, desto besser sind sie. Jedenfalls sehen wir, wie Elon Musk sich schon mal prophylaktisch hier besäuft mit nacktem Oberkörper, gell? Also das ist klar, der Mann braucht jetzt starke Nerven wahrscheinlich. Wir werden darüber berichten bei finanzmarktwelt.de, also schauen Sie da ab 22 Uhr immer wieder mal rein, denn das könnte die Märkte doch ziemlich stark schütteln. Dazu ist der Tesla einfach zu schwergewichtig bei den Indizes. Wenn wir uns jetzt mal den Chart anschauen, sehen wir diesen Abverkauf, dann diese Erholung. Rüdiger Born würde sagen zittrig, ja, aber wenn das nach oben ausbricht, das Potenzial, wo nicht, halt eben nicht. Ne? Das ist an den Märkten, gell, ich prognostiziere immer sehr genau, ich sage entweder es geht rauf oder vielleicht runter. Ne? Da hat mich noch nie jemand widerlegen können. Ne? Und das muss einmal jemand von sich behaupten können. Ne? Also vielleicht sage ich dann so, ne? Oder vielleicht anders. Ne? Also deswegen habe ich einen wahnsinnigen Ruf, gell? Also das ist klar. Ja? Und jetzt die Frage, aber Bärenmarkt vorbei oder Schwarzquiz? Ein sehr guter Artikel, der das Szenario einfach nochmal wirklich perfekt zusammenfasst, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Bärenmarkt vorbei oder doch nur ein Short Squeeze. Und dann ein Artikel, den ich selbst hochinteressant finde, von unserer Russland-Kennerin, die die Aussagen von Putin sich genau angeschaut hat. Was hat er eigentlich über die Gaslage Europas gesagt, über die Energielage Europas? Und man kann und muss diesen Angriff, diese Invasion der Ukraine verurteilen, das ist überhaupt keine Frage, aber es kann ja sein, dass dieser Mann dennoch ein paar Punkte hat, wenn er über Europas Energie spricht, und da würde ich Ihnen empfehlen, sich das mal anzuschauen, hochinteressant, wie ich finde. Zweiter Artikel, den ich Ihnen verlinken werde, unter dem Video nochmal der Hinweis auf den Twitter-Kanal von Finanzmarktwelt, da sind sehr, sehr viele Dinge, die ich hier im Markeflüster oder im Videoausblick bringe, praktisch nochmal mit Charts. Diese Tweets, die ich hier verwende, die sind fast alle in diesem Twitter-Kanal von uns, @finanzmarktwelt, vorhanden. Also schauen Sie da rein, melden Sie sich an, wie auch immer. Und bei Google haben sich einige angemeldet, respektive bei YouTube. Wir haben die Marke von 60.000 Abonnenten geknackt. Ganz herzlichen Dank. Für mich eine wirklich erstaunliche Tatsache, dass sie mich ertragen. Ja, also das ist das, was mich am meisten wundert, dass meine ellenlangen Videos, ja, wo einer ununterbrochen irgendwie redet, dass man das erträgt. Ja, zumal es jetzt echt heiß ist. Ne? Also Ihnen ganz herzlichen Dank. Die beiden Artikel und der ab 22 Uhr Tesla, das sind die Highlights. Ich sage Servus und Ciao.